helfen. Und so, Mann, den Wal hast du gut gemacht. Final mag den Wal dann. Ich hasse den Wal. Ich hasse ihn. Der hat auch eine schöne lange Nase, siehst du? Eine schöne stachelige Nase. Ja. Das ist ein Hornwal. Ja, genau. Ein Stachelhornwal. Oh, und übrigens, die Spikes sind noch da. Die Spikes sind noch da, Steven. Nein, verdammt. Oh. Steven will nochmal den Wal machen? Nein, will ich nicht. So, jetzt muss ich noch den richtigen finden. Ja, das ist schon heftiger als Wily Stage 3, die Leck. Wily Stage 3 in Overload 1 war nur eine Stage. Das hier ist ein ganzer Heck. Hast du den neuen schon probiert? Hier ist es, ja. Ah, okay. Brauchst du Waschkeul? Brauchst ein Item, sonst kommst du da nicht rüber. Oder Waschmarine, genau. Woher weißt du, dass ich an Marine gedacht habe? So. Zwei Möglichkeiten. Entweder du holst zuerst den Weiher oder besiegst zuerst den Boss, was du willst. Mir ist es egal. Dadurch, dass wenn du den Boss zuerst besiegst, musst du den Wal nicht beim nächsten Mal so scheiße machen. Hast du Dive Missiles beim Wal? Aber musst du die Stage nochmal machen. Holst du den Weiher, musst du den übrigens. Aber musst du den Wal machen? Übrigens, dieser Block da ist nicht umsonst hingesetzt worden. Passt alles. Das passt alles. Gut. Schwein gehabt. Hat mal geklappt. Das ist schwerer. Nee, das auch, wenn man das im Fall lenkt, kann man das auch pixelgenauer lenken. Das ist dann einfacher im Sprung, als wenn man da reinlaufen will. Ja, es ist schön gemacht, schön gemacht. Oh, nee. Oh, das war jetzt gut. Jetzt geht das nicht nochmal so gut hin. Das dauert jetzt wieder. Das Problem ist, Rush bewegt sich manchmal 2 Pixel vor. Da musst du also vom richtigen Pixel aus gestartet sein und den Stick bzw. Steuerkreuz richtig gedrückt halten und. Die Nase muss in 2 Pixeln in den Stacheln sein, sonst kommst du nicht. Nur ein Pixel in Stachel. Das Problem ist, wenn du den jetzt einen Ticken bewegst, dann wäre er 3. Deswegen wäre er dann tot. So, jetzt dann musst du. Kannst du doch einfach loslassen. Das war jetzt schon viel zu viel Rush für Marine, glaube ich, verbraucht. Das war schon schlecht, sehr schlecht. Aber müssen noch reichen. Hier ist safen, das reicht auch noch. Das sind auch 2er Breite. Übrigens, so war die Stelle ungefähr im Original, bevor ich sie genervt habe. Die hast du es nochmal extra schön zurückgemacht. So sagst du, ja. Ach, so ist es doch viel schöner, ne? Naja, im Hardmode konnte ich ruhig assi sein. Oh, Steve scheint Spaß zu haben. Wie gesagt, die Nase muss 2 Pixel im Spike sein, sonst vorher kommst du nicht durch. Ich kann mir schon vorstellen, wie Steve Leute im Zug gesessen hat, der so voller Vorfreude. Wisst ihr was? Heute Abend spiele ich den Hardmode. Das wird geil. Wie kriege ich ihn denn jetzt auf den Pixel hin? Das geht. Richtiges Gefühl, also Schnellgefühl, also muss. So, oh, es ist wie aus dem laufenden Pixelsprung machen. Nur noch hier ein bisschen heftiger. Ah. Ich habe halt Angst, dass es wirklich nicht geht. Geht, das geht, ich kenne das. Das geht. Das geht zu 100%. Ich hab's schon so getestet, keine Sorge, Soma. Ich hatte auch. Ja, ich habe aber den Block am Anfang eigentlich damit hingesetzt, dass man sich alleint. Aber da der Steve das nicht gemacht hat, habe ich halt Angst, dass es trotzdem nicht geht. Aber es geht. Kann ich Garantie drauf geben.
Wenn, dann dürftest du normalerweise durch keinen durchkommen. Hast du vielleicht noch ein Save, bevor du in den Secret Rong reingesprungen bist? Ja, vielleicht reicht das. Geh mal noch nicht nach vorne. Lad den Safe nochmal, bitte. Oder genau, hier ist noch besser. Springen wir jetzt über die Spikes. Und jetzt lauf kurz gegen die Wand. Und jetzt kannst du versuchen, den Secret-Raum nochmal zu machen. Dafür ist nämlich der Block gedacht. Hä? Weil es Hitbox-Probleme gibt. Der Block ist nur dafür gedacht, dass du eine richtige Line kriegst für dieses Secret. Ich behaupte zwar, dass das auch noch gerade schaffbar gewesen wäre, gerade eben, sonst wäre nämlich das eigentlich durchgekommen, aber so ist es auf jeden Fall sicherer. Jedenfalls ist das der einzige Grund, warum der Block plötzlich da ist. Du hättest dich auch hier links im Fall gegen die Wand kurz drücken können, aber wäre spannender gewesen. Ich weiß nicht, ob das mit der Wand da hier genauso funktioniert. Das ist ein interessanter Glitch. Was hast du denn das Ding gekriegt, Steve? Bist du da jetzt einfach rausgesprungen oder was? Lol. Okay. Den kannte ich auch noch nicht. Gut, dann kannst du es jetzt mit Rush Marine im Grunde machen. Das sollte jetzt eigentlich immer passen. Kannst du jetzt vielleicht noch die Spawn-Position von Rush Marine ein bisschen beeinflussen, für den Fall, dass es nicht sofort... Wie du einfach First Rider durchgegangen ist. Ja. Und nach dem Motto, ach, ist doch gar nicht so schwer. Wie gesagt, wenn es nicht sofort passt, dann kannst du auch mal, bevor du mal Rush Marine beschwörst, vielleicht einen Pixel nach vorne gehen oder zwei. Ich frage mich mal, wie das aussehen würde, wenn Steven mal irgendwas machen würde. So, jetzt müsste es eigentlich passen. Natürlich passt das. Das passt auch. Es war nur zu weit kurz. Es geht hundertprozentig, wie der First Rider reingeht. Ich würde da unten wenigstens mal ein Safe-Set noch machen. Ich habe das schon so oft geschafft, deswegen kann ich dir auch garantieren, dass es passt. Wenn du da auf der rechten Seite durchgekommen bist, geht's auch da bei der linken. Aber ich hatte auch schon mal so eine Stelle, da saß ich dann circa 15 Minuten allein an dieser Stelle fest, um zu gucken, habe ich auch erstmal gezweifelt, aber irgendwann habe ich es dann doch geschafft. Das müsste gehen. Genau, das ist eigentlich wie gerade. Da fehlt noch ein Pixel. Mit Randtasten ist es schlecht, genau. Immer weite Strecken fahren und so, dass er perfekt anhält. So mache ich das immer. Oh, das sag ich doch, das geht. Ja, klar, geht's. Und das so. Hat nichts mit oben der Wand zu tun gehabt. Das hätte aber auch vorgegangen. So, und hier würde ich jetzt safen. Ach ja, Final möchte es ohne Safe jetzt machen. Übrigens, wenn du es No-Death schaffen willst, Steven, musst du da reinsliden. Nee, musst du überhaupt nicht. Doch. Es geht doch ohne Slide. Nur man kann es also mit Tod, kann den Weiher holen, aber ohne dass man. Man kann es auch ohne Tod schaffen. Das habe ich dir schon mal gezeigt, eigentlich. Ich meine, dass das sein muss. Ja, habe ich ja gesagt. Das geht auch ohne, dass du das slidest. Ja, doch, stimmt. Du kannst vor im Screen doch ja, rüberziehen. Ist ja gut. Ich meine, auf diese Methode, wenn du erst im Screen rüberziehst. Oder du landest auf den Spikes und nichts passiert. Auch eine Idee.
Bitteschön. So, jetzt müssen wir noch den Wal nochmal schaffen. Den Lieblingswal, Steven. Ich hoffe, du hast ihn lieb. Immerhin hast du den Weiher jetzt. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja. Naja. Bin schon gut vorangekommen, finde ich. Ja. Ist doch gar nicht so schwer, ne, Stiefel? Auf jeden Fall. Naja, mit Zayset geht's eng. Du bist so hochgefahren. Wie gesagt, die nächsten Screen sind Spikes. Kannst auch hinspringen. Und dann weißt du ja, rechts ist immer safe und ja. So. Jetzt kommt nochmal der Wal. Steven mag Wale. Da habe ich auch ein bisschen mehr Energie übrig. Ja, du könntest dir theoretisch nichts erlauben. Ich hoffe nur, dass ich den nächsten Gegner nicht ohne Tod machen muss. Aber so ich euch kenne, muss ich machen. Nein, es ist nicht überall so, dass es so ist. Ja, das ja. War jetzt bei Toadman einer der wenigen. Toadman war eine der Ausnahmen, dass man irgendwo beim Startpunkt stirbt. Es gibt zwar ein paar weitere Stellen, wo es sowas gibt, aber nicht zwingend vom Boss immer. Warum? Es gibt noch eine Stelle, wo das ist, und es gibt noch eine Stelle, wo es, wenn man stirbt, ja, nicht mehr möglich ist. Ach, stimmt, da war ja was. Ja, das vergesse ich auch manchmal. Diesmal hast du den Wal viel schneller besiegt, siehst du? Das ist der Steel-Skill. Der Wal hat schon ein bisschen was noch mit Übung zu tun. Das ist. Das glaubt man am Anfang gar nicht, wenn man das erste Mal spielt. Aber das hast du auch bei der Schnecke gemerkt. So, übrigens, ja, die Stelle geht auch ohne Waschmobil. Der höchste Punkt, wo die Stacheln sind, sind die Stacheln wirklich. Also, muss einfach so denken. Wie beim Wal. Ja, das war schon mal gar nicht so schlecht, ja. Ist zwar nicht Not, aber passt. So, übrigens kann man jetzt nicht mehr unten lang mit Waschmobilen durchfahren. Wäre auch zu lame gewesen. Vorspringen. Ich glaube, Steve hat es auch so im Original gemacht. Ja, da musst du jetzt. Nee, musst du nicht. Oder musst du doch erspringen? Nee, ich glaube nicht. Nee, er kann einfach unten vor die Mine springen. Genau, das geht. Dann kann er über die Spikes an der Mine vorbeispringen. Jo. Definitiv. Oh, Steven Skill! So. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also, du kannst es nicht von dieser Seite komplett schaffen. Du könntest aber rausspringen zwischen den Spikes. Das ging auch im Original so. Ja. Genau, und dann kannst du hinter der Mine landen, wenn du Pixel genug perfekt triffst, und dann kommst du dann No-Hit durch. Steven liebt No-Hit-Runs sehr. Und den Boss kann man auch gut No-Hit schaffen, den Boss habe ich auch schon öfter. Ja, stimmt. Der Boss ist No-Hit schaffbar auf jeden Fall. Ist auch nicht so schwer, der Boss. Der ist. Okay. Genau, ein Sicherheits-Tested wäre nicht schlecht. Irgendwas ist doch komisch hier. Was ist denn komisch? Was denn nur hin und her? Ja, da ist das. Aua. Normalerweise ist doch anders, da könnte ich schwören. Alter. Was? Jetzt habt ihr irgendwie. Den Punkt manipuliert? Was hab ich manipuliert? Und was er häufiger macht. Nö, also es ist eigentlich. Ich hab nur so, ja. Ich hab so den Eindruck, ihr habt das mit den Raketen und so getauscht. Nee, das ist eigentlich, meine ich, meistens vom Abstand, aber.